Xavi Alonso als neuer Trainer von Bayer Leverkusen. Also, vorneweg muss ich erstmal eine Sache dazu sagen. Ja. Christoph Krüger hat es einfach gecallt, als sein Name nirgendwo aufgetaucht ist. Es ist wirklich der absolute Vollwahnsinn für mich. Es ärgert mich eigentlich, ich bin damit nicht zufrieden. Aber ich glaube halt, Christoph läuft, seitdem damals dieser Samen gepflanzt worden ist mit der Idee von Borussia Mönchengladbach, läuft er mit dem Wunsch im Herzen rum, dass Xavi Alonso Trainer wird. Ist es eigentlich Xavi oder Xabi? Xabi, oder? Xabi, ne? Ja. Ja. Also, dass man es wie ein W ausspricht. Ich habe es immer wie ein B gesprochen. Wie ein B? Ja. Also wie Bertha? Xabi. Ja, okay, dann sind wir uns einig, ja. Also B wie Bertha. Gibt es Leute, die Xavi sagen? Xavi? Weil den, das ist der von Barcelona und ja, der hat einen V, ne? Ein anderer, ja. Kannst du das Morse-Dings? Nein, kannst du es? Nicht so richtig. Bertha, Nordpol, Emil. Das war's. Ja gut, das ist ein guter Start. Ich kann SOS. Ne? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Genau, also ja, das gemeinsam auch, könnten wir, was hast du, B, N und was? Bertha, Emil, Nordpol, ja. Da kommen wir nicht so richtig weit. Bonn! Wir könnten Bonn morsen. Ja, da wäre ich zufrieden mit. Ja. Also Bonn würde ich gerne, ja. Gut, dann wir morsen euch einmal Bonn rüber nachher, aber erstmal gucken wir, was heute passiert ist. Denn, wenn ein neuer Trainer kommt, bedeutet das ja auch zuallererst mal, dass ein anderer geht. Ja. Gerardo Seoane, nicht mehr Trainer von Bayern 04 Leverkusen, Niederlage gegen Porto. Gegen Porto, kurz überlegen, war dann zu viel, die eine Niederlage zu viel und ganz im Ernst. Und es war ja in einem Mikrokosmos von einem Fußballspiel eigentlich der gesamte Grund dafür, warum er gehen muss, aufgezeigt. Ja. Weil sie haben eine erste Halbzeit gespielt, die auch durch den Elfmeter, den Patrick Schick verschießt, eigentlich mit einer Führung hätte enden müssen. Porto kam mit einer ganz anderen Energie, Intensität in die zweite Halbzeit raus. Leverkusen hatte dem nichts entgegenzusetzen letztendlich, haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 2 oder 3 Abschlüsse nur gehabt und dann hinten raus dann folgerichtig für die aktuelle Saison 2-0 verloren. Wenn ich jetzt sage, und ich glaube, über Seoane müssen wir an der Stelle nicht mehr so viel reden. Wir wollten nur einmal es eingefangen haben, wie es dazu kam. Oder hast du noch zwei Gedanken? Mein einziger Satz ist, ich habe versucht, in die letzte Saison zu gucken und zu gucken, ob ich da schon irgendwas finde, was darauf hindeutet, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also ob es irgendwas gab, was das schon von länger Zeit angekündigt hat. Breaking Point oder eine Entwicklung. Aber wenn man sich vor allem auch die Rückrunde anschaut, letzte Saison, die haben im XG nicht überperformt, die haben Expected Points nicht überperformt. Es gab letzte Saison meiner Meinung nach keine Anhaltspunkte dafür, dass das dermaßen zusammenkracht. Ich glaube, es ist dieses, du kommst nicht so richtig gut rein in die Saison, du underperformst deine Expected Goals, deine Expected Points. Du denkst die ganze Zeit, es wird sich wieder einfangen, bis du merkst, wir sind auf dem Abstiegsplatz, es sind 5 Spiele rum, es sind 6 Spiele rum, es sind 7 Spiele rum. Fängt sich das noch ein? Und dann fängt es hier an und dann geht's flöten. Das ist eine Schlange ohne Kopf. Ja. Aber jetzt ist ein neuer Kopf da. Jemand, der als sehr intelligenter Kopf gilt. Und das ist natürlich der gute Xabi Alonso. Wenn wir den Spieler Xabi Alonso ausblenden, und das können wir nicht, deswegen machen wir es auch gleich nicht mehr. Ein Trainer, der nur in der spanischen zweiten Liga und dritten Liga gearbeitet hat und im realen Nachwuchsbereich und aus der zweiten spanischen Liga abgestiegen ist, hat Bayern 04 Leverkusen geholt. Ja. Und genau das zeigt, warum man nicht ausblenden kann, wer der Typ eigentlich ist. Ja. Weil, wenn du in die Spielervita schaust, dann gibt es ja erstmal den Grund, ihn nach Deutschland zu holen, dass er die Bundesliga kennt. Er spricht Deutsch, er hat hier Deutsch gelernt. Spricht Deutsch, spricht Englisch, zumindest spricht Spanisch. Und, ich will jetzt nicht behaupten, dass er fließend spricht, nicht, als würde mich hier festhalten. Aber ich gehe davon aus, dass er absolut in der Lage ist, im Rahmen des im Fußball Erforderlichen auf Deutsch zu kommunizieren. Und er spricht Spanisch, er spricht Englisch, also kann mit vielen Spielern auf verschiedenen Sprachen sprechen. Hat in der Bundesliga gespielt, kennt diese Liga und von daher, das ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung. Abgestiegen aus der zweiten spanischen Liga, ja, aber es war eigentlich überhaupt erst die Leistung, die B-Mannschaft von Real Sociedad dorthin zu führen. Das ist absolut richtig. Und als B-Mannschaft hast du natürlich da einfach nicht so richtig viel zu suchen und da absteigen war eigentlich die folgerichtige Entwicklung, die er da durchgegangen ist. Wir haben gerade eben mal so ein bisschen geschaut, wo wir uns eine Idee verschaffen wollten, was man von Xabi Alonso bekommen kann. Und das erste Wort, das uns einfällt, ist, glaube ich, Variabilität so ein bisschen. Genau, also wenn man einfach nur auch ganz oberflächlich grob mal guckt, was der für verschiedene Grundordnungen gespielt hat in dieser B-Mannschaft von Sociedad, da war alles dabei. Alles dabei. 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-1-1, also wirklich ganz viele, 4-4-2, ganz viele verschiedene wirklich Grundordnungen gespielt. Also ganz eindeutig, keine Angst zu reagieren, sich anzupassen und wenn es sein muss, auch alles nochmal umzuwerfen, so ein klein wenig. Trotz alledem ist die Grundidee des Fußballs natürlich dieselbe gewesen unter Xabi Alonso. Und das ist auch eine, wie man sie erwarten würde von ihm. Das ist eine lebensbejahende Fußballidee, genau, die da gespielt wird. Das ist deswegen, die hätte ja auch, glaube ich, gut zu dem gepasst, was Borussia Mönchengladbach vorhatte oder jetzt auch vorhat mit Daniel Farke. Ja. Nämlich
Anspruch darauf, selbst den Ball zu haben, selbst zu gestalten, nicht reaktiven Fußball zu spielen. Das kann man jetzt, glaube ich, schon auch von Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso erwarten. Ja. Wir bekommen halt einen full-blown Star in die Liga. Ja. Das muss man wirklich mal sagen. Also zuallererst mal, Xabi Alonso, einer dieser Spieler, obwohl er bei Bayern war, jeder mag Xabi Alonso, oder? Natürlich. Also wirklich jeder. Also es ist einfach unhateable. Ja, würde ich auch sagen. Weil der hat ein Charisma, der hat einen Charme. Das für Marco Rose ist ganz bitter, weil er jetzt nicht mehr der. Ja. Und zwar jetzt ist plötzlich sogar Abstand nach oben. Weil von Xabi Alonso bis Marco Rose ist, da ist ein Level dazwischen, würde ich sagen. Ja, doch. Also Xabi Alonso ist nochmal eine eigene Liga an Gentleman und Flair. Ja. Definitiv. Das wollte ich gerade sagen. Gentleman-Level unerreicht, würde ich sagen. Das heißt, ich bin jetzt sehr interessiert. Ja, warte, ja, bitte. Der Gedanke kam zurück, den ich eh nicht mehr gefunden habe. Weil es gibt auch, das könnt ihr euch, glaube ich, auch anschauen, es gibt von Xabi Alonso auch eine Masterclass auf YouTube, meine ich. Ja. Wo das ist ja dieses Ding, wo Trainer sitzen und dann irgendwie erklären, warum sie etwas Bestimmtes so und so gemacht haben für bestimmte Spiele oder auch grundsätzlich, wie sie so ticken in Bezug auf Fußball. Dann gibt es, meine ich, eine von Alonso, wie er auch erklärt, da geht es, glaube ich, darum, dass er aufbaut im 3-2-2-3. So in der Offensivgrundordnung. Ja. Und er spricht davon, dass ihm wichtig ist, für die Spieler auch immer wieder neue Stimuli zu setzen und unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Winkel zueinander sind und sowas. Also du hörst da auch raus, dass es ihm das eben wichtig ist. Und da kann man ja auch drauf schließen, wenn man die ganzen verschiedenen Taktiken anschaut oder Grundordnungen, dass er halt seine Spieler auch wirklich fordert und von denen erwartet, flexibel zu sein und im Kopf auch selber fit und mitzudenken. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, jetzt wirklich zu prognostizieren, in welche Richtung das gehen wird. Was man sagen kann, ist, als es Nutcrunching-Zeit war, als das Geld auf dem Tisch lag, ist er zum 4-2-3-1 so ein bisschen zurückgekehrt, so wie ne, der ewig wie Jürgen Klopp bei Liverpool in der Champions League. Aber das war natürlich auch im Abstiegskampf in der zweiten Liga, wo es um alles ging. Das All Reliable. Ist tatsächlich einfach so, ne? Hat 10 Jahre funktioniert, kann man nochmal probieren. Aber die große Frage ist so ein bisschen, wie es jetzt für Leverkusen hingeht. Wenn ich nur daran denke, was ich glaube, was es für die Mannschaft bedeutet. Ich glaube, dass du bei Xabi Alonso, dass die Mannschaft ihm Vorschusslorbeeren gibt, ohne dass sie einmal darüber reden müssen. Es ist so ein bisschen im Kleinen der Sisu-Effekt, glaube ich. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ist es das, weil jeder weiß und jeder von diesen Spielern auch weiß, was das für eine absolute Grandicon dieses Sports ist, was es für ein Fußball-Icon ist. Man muss dazu sagen, Xabi Alonso alles gewonnen hat, was dieser Sport zu bieten hat. Alles. Nur für alle, die sich nicht sicher sind. Europameister, Weltmeister, Champions-League-Sieger und deutscher Meister, englischer Meister, glaube ich, nicht geworden mit Liverpool. Aber ne, die großen Titel Europa, Champions League und Weltmeisterschaft, bumm, alles dabei. Ja, also ist easily einer der besten Mittelfeldspieler des 21. Jahrhunderts. Und vor so jemandem hast du auch eine gewisse Ehrfurcht. Und ich glaube auch deswegen auch, dass er reinstartet mit einer Mannschaft, die ihm erstmal maximal wohlgesonnen gegenübersteht. Das glaube ich auch. Würde ich wirklich auch von ausgehen. Und jetzt, ich finde es clever, dass sie es jetzt gemacht haben. Sie haben eindeutig das Ding an, das haben sie eingetütet gehabt, würde ich behaupten, schon relativ wasserfest. Am Wochenende kommt Schalke 04. Es ist so wirklich, sorry, liebe Schalke, aber es ist natürlich, das wünsche ich dir natürlich als Leverkusen. Wenn du Bochum nicht haben kannst, dann gerne Schalke. Ich glaube, ist nicht sogar Bochum, Leverkusen, Schalke die Tabellensituation gerade? Könnte durchaus sein. Ja, das könnte sogar passen. Und, oder? Nee, ich glaube, Stuttgart ist irgendwie 16. Stuttgart ist. Leverkusen ist Vorletzter, Schalke. Bochum ist Letzter, Leverkusen Vorletzter. Und Stuttgart 16. Stuttgart, Schalke steht noch ganz okay da im Verhältnis, Und da kommt es am Wochenende also zum Kellerduell und ich glaube, dass man da Xabi Alonso auf einer Bank sitzt, hätte vor einer Woche niemand gedacht. Also hier irgendwie Grundschulsportlehrer Frank Kramer und da Xabi Alonso im Anzug, da treffen auch Welten aufeinander gefühlt. Wir müssen ja irgendwas mit auf den Weg gehen und deshalb will ich dich die Frage. Ist ein Gamble, oder? Also für mich ist so ein bisschen klar, er hat Trainererfahrung über ein paar Jahre gesammelt, aber für mich ist das so ein bisschen dieselbe Grundidee, die dahinter gesteckt hat, sie dann mehr oder weniger aus dem Nichts auf das absolute Top-Level zu hieven. Bei Xavi aus Katar Top-Level gehievt, was Juve mit Pirlo versucht hat. Nämlich, dass du davon ausgehst, dass absolut brillante Mittelfeldspieler, die nachweislich die mit intelligentesten Fußballer waren, die es so gab, dass die zwangsweise auch in der Lage sein müssen, das auf Trainerebene abzurufen. Und ich würde sagen, bei Zidane gibt man den Not, bei Xavi kann man den Not geben und bei Pirlo muss man auch noch abwarten. Das ist viel zu früh, um da, glaube ich, ein endgültiges Urteil zu fällen. Das glaube ich auch, ja. Nicht alle schaffen es auf Anhieb, aber ich kann es mir absolut vorstellen. Und es könnte ja durchaus sein, dass dieser Werdegang, den er jetzt hatte als Trainer, genau das ist, was er gebraucht hat. Außerhalb des Spotlights, außerhalb des ganz großen Rampenlichts. Denn so ein paar Sachen musst du natürlich trotzdem nochmal neu lernen auf der Trainerbank im Vergleich zum Spielfeld. Ne? Also ich, und das wäre so meine Prognose, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich gut funktioniert. Ich wünsche es mir ehrlicherweise ein bisschen. Ich wünsche es mir auch. Ich kann es mir auch vorstellen. Ein Haken, den ich sehe, ist, dass
das Problem, was bei Bayer Leverkusen vorherrscht, nicht ein reines Trainerproblem war, sondern auch ein Mannschaftsproblem. Ja. Ein Problem mit Führungspersönlichkeiten, vor allem in der Defensive, ist da in meinen Augen ein Riesenvakuum. Es fehlt ein kompetenter Sechser in meinen Augen, weil Andrich ist kein Sechser. Du hast die linke Defensivseite als Riesenbaustelle, wo du mit keinem so richtig zufrieden bist, wenn du da aufstellst, vor allem nicht mit Mitchell Bakker. Das sind alles Baustellen, die kann ein Trainer bearbeiten, aber die liegen halt nur in einem gewissen Rahmen in seinen Händen. Ich glaube, Jürgen Löw hat mal gesagt, ich kann mir ja auch niemanden backen. Gefragt auf einen Außenverteidiger. Ne? Ja, es wird interessant zu sehen sein und ich würde uns langsam hiermit rauswerfen, außer du hast noch einen Gedanken? Denn ich möchte dann noch einen Hinweis geben am Ende. Einen Gedanken habe ich noch, ja. Und der ist, dass ich auch glaube, wenn du einen Trainer vom Kaliber Xabi Alonso haben möchtest als Bayer Leverkusen, dann ist es auch so eine Jetzt-oder-nie-Chance so ein bisschen. Das ist richtig. Weil es ist die Art Größenordnung, auch von Name als Spieler. Wenn der jetzt in einem Profibereich schon eine Topstation hinlegt, dann kommt er nicht mehr nach Leverkusen. Dann ist der Zug abgefahren. Ja. Du musst ihn jetzt nehmen mit einem Risiko oder du kriegst ihn nicht. Ja, es ist fast so ein bisschen wie bei Haaland. Mit dem Gedanken, ja, wenn der funktioniert, ist er halt weg in anderthalb, zwei Jahren. Dann ist es eben so. Ja. Aber er war halt bei uns. Und wir sind die Station, die ihn vielleicht rausgebracht hat. An dieser Stelle möchte ich darauf sagen, sind ich und Christoph, haben am Dienstag, Sektion Radio-Hobot aufgenommen. Ja? Und das war vor dem Spiel. Und ja, wenn ihr unsere Gedanken zur Situation in Leverkusen da hören wollt, ohne zu wissen, wie das Spiel ausgeht, dann bei OneFootball gerne einmal auschecken. Sektion Radio-Hobot von irgendeinem Oktober. Ja. Und wir sagen noch zum Abschied, auf jeden Fall abonnieren diesen Kanal hier, Likes auf die Videos und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und stellt euch vor, wir hätten das mit dem Abonnieren am Anfang gesagt, weil da gehört es nämlich hin. Macht's gut. Ciao.